I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues above me. Guten Morgen, Emma. Heute ist Samstag, der 26.03.2050. Wir haben genau 6 Uhr. Laut deinem Kalender steht heute dein Termin in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek Dresden an. Du hast deine beantragte Einsicht in einige Erstausgaben der Abteilung Elektrotechnik. Für den heutigen Tag sind 5 Grad Celsius bei leichtem Wind vorhergesagt. Ich habe dir warme Kleidung bereitgelegt. In der Küche steht ein ausgewogenes Frühstück für dich bereit. Don't wanna lead you on. Don't wanna push a feeling and make the feeling gone. You see, I got your number, but still I ain't used the phone. No, I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know, you call. Damn. One thing I know about love, you never know when it's coming, but you sure know it when it does. Yeah. You might get what you ask for, so you better be sure it's what you want. Oh, yeah, oh, Hallo Emma. Du hast dich dafür entschieden, Change the World Edition 2025 zu spielen und wirst sicherlich viele Fragen haben. Zuallererst aber möchte ich dir jemanden vorstellen. Dein Partner im Spiel, Maxwell. Er wird die ganze Zeit an deiner Seite stehen und egal welche Fragen du hast, er weiß alles über Verfahrenstechniken des Jahres 2025. Ich kenne ihn seit seines Studiums hier in Dresden und muss sagen, ich habe noch nie mit einem so begabten jungen Menschen zusammengearbeitet. Hallo Maxwell. Emma habe ich bereits empfangen und du musst ihr den Rest erklären. Ich muss leider los. Hi Emma, meinen Namen kennst du ja schon, aber nenn mich einfach Max. Cooper hat schon viel von dir erzählt. Was mache ich hier? Woher kennt ihr meinen Namen? Wie du aus deinem Jahr bereits weißt, werden wir alle von einem großen Fachkräfteproblem geplagt. Es fehlt an jeder Stelle. Wir haben jetzt die letzte Möglichkeit, alles zu ändern. Wir haben uns mit zahlreichen Firmen in Sachsen, mit Silicon Saxony zusammengeschlossen und eine Lösung erarbeitet. Es fehlt allerdings ein letzter Schritt. Ein Schritt, den wir nur mit deinen Fähigkeiten gehen können. Ich bin IC-Designerin. Ich entwickle Mikrochips für die Industrie. Wie soll ich euch da helfen? Deshalb bist du hier. Du musst uns bei der Entwicklung der Chips, der ICs, unterstützen, damit wir mit diesen einen humanoiden Roboter bauen können. Du hast das Wissen aus der Zukunft, von dem wir nur träumen können. Du kannst uns dabei helfen, die noch fehlenden Komponenten zu entwickeln. Einen humanoiden Roboter? Der Roboter kann uns dabei helfen, einige der Probleme zu lösen. Er kann die Menschen unterstützen und erleichtert die Arbeit. Denk an die Möglichkeiten. Okay, schau. Das ist unser bereits entwickelter Roboter. Und Cooper hat uns zu ihm einige Aufgaben zugeteilt. Wir fangen am besten hier an. Das ist unsere erste Aufgabe. Das Unternehmen Demos entwickelt die Motor Control ICs. Die benötigen wir unbedingt, um den Roboter steuern zu können. Die Bewegung der Hände, des Kopfes. Alles wird durch die ICs angesteuert. Und alle Chips im Roboter müssen zu 100% zuverlässig funktionieren. Besonders die für die Motorsteuerung, um Unfälle zu vermeiden. Demos wurde 2002 gegründet. Liegt direkt am Hauptbahnhof und hat mittlerweile über 60 Mitarbeiter. Das Unternehmen hat bereits viel Erfahrung mit zuverlässigen Chips. Naja, legen wir los. Erstmal wird die Schaltung der ICs entworfen. Ihr müsst sowohl den Analog- als auch den Digital-Part auf unsere Anforderungen anpassen.
Bevor die weiteren Entwicklungsschritte eingeleitet werden, wird zunächst die Funktionalität der Schaltung simuliert. Damit wird überprüft, ob der Chip auch problemlos funktioniert und alle wichtigen Funktionen enthalten sind. Im Anschluss entwickelt ihr das Layout des ICs aus der simulierten Schaltung. In diesem Schritt werden die vorher programmierten Schaltungen in einen dreidimensionalen Bauplan für die Factory übersetzt und sind damit für die Produktion bereit. Max, ich bin fertig. Sehr schön, der erste Schritt ist gemacht. Für die Motoren in den Gelenken brauchen wir außerdem präzise Sensoren, um diese genau ansteuern zu können. Da kenne ich eine Firma, Melexis. Das Unternehmen gibt es seit 1989 und das ist weltweit aktiv. Der Standort hier in Dresden ist allerdings sehr familiär und auf Positionssensoren spezialisiert. Du wirst bereits erwartet. Ich denke, es wird dir gefallen. Na, wie war's? Also, es ist sehr schön gelegen, viel grün. Ich habe Ihnen erstmal unser Problem erklärt und wofür wir den Sensor brauchen. Sie haben ja einen schon existierenden Sensor gezeigt, aber er hat nicht genau in unsere Applikation gepasst und musste modifiziert werden. Wir haben noch ein paar Tests durchgeführt, um zu überprüfen, welche Anforderungen der neue Sensor erfüllen muss. Eine Mitarbeiterin von Melexis hatte dann für unsere spezielle Anwendung eine geniale Idee. Und ich musste quasi nichts machen. Die Kollegen haben die ICs designt und für die Factory vorbereitet. Und für einen Kaffee hat's auch noch gereicht. Na, du hast ja Zeit. Das musst du gerade sagen. Alles klar. Passende Positionssensorik, check. Machen wir damit weiter? Laut dem Plan ja. Ich weiß aber noch nicht, wer uns dabei unterstützen soll. Cooper hat mir dazu noch keinen Hinweis gegeben. Aber gut. Machen wir mit Bosch weiter. Wir fokussieren uns auf Bewegungssensoren. Wie spät ist es? Es ist 18.30 Uhr. Ah, okay. Emma? Emma? Kommst du wieder? Wo warst du? Ich habe die Verbindung zu dir verloren. Alles gut. Ich habe nur was gegessen. Weiter im Text. Wir benötigen einen Sensor, der auf kleinste Beschleunigungen, Drehbewegungen oder Lageänderungen reagiert. Laut Datenbank gibt es Sensoren, die über Sensor Fusion und KI feinste Bewegungsmuster detektieren. Die könnten wir anpassen lassen. Frag am besten mal einen Mitarbeiter, die kennen sich damit aus. Alles klar. Das Team der Bosch Sensortech in Dresden entwickelt kleinste MEMS-Sensoren und optische Systeme. Für Anwendungen wie zum Beispiel Motion Tracking, Indoor-Navigation und Augmented Reality. Wenn du Lust hast, kannst du gleich nochmal einen Blick ins Werk werfen. Bosch wird ja später alle Sensoren für uns fertigen. Die Factory hier in Dresden ist auf dem modernsten Stand der Technik. Es entsteht Datentraffic vergleichbar mit dem zeitgleichen Streamen von 400 Full-HD-Videos. Ah, hier führen Sie die AR-Wartungen durch. Ja, genau. Die Mitarbeiter hier vor Ort mit AR-Brille und einer irgendwo auf der Welt, der Ihnen über diese Anweisungen gibt. Cool. Das wollte ich schon immer mal live sehen. Gut, ich glaube, wir sind fertig hier. Ich komme zurück. Lief alles soweit gut. Eine Frage, in welchen Berufen soll der Roboter genau eingesetzt werden? Hauptsächlich in körperlich anstrengenden Berufen. Mhm. Aber er soll auch da helfen, wo Menschen ihr Leben riskieren. Also könnte er zum Beispiel auch die Feuerwehr bei gefährlichen Einsätzen unterstützen. Genau. Für solche Anwendungsfelder müssen wir dann später auch noch ein bisschen was anpassen. Mhm. Als nächstes musst du aber erstmal zur Fraunhofer Gesellschaft. Da haben wir das Glück, dass wir die Unterstützung von mehreren Instituten erhalten. Cooper hat dir dafür bereits ein Video vorbereitet. Hallo Emma, hallo Max. Wie ihr wisst, geht es jetzt für immer zu den Fraunhofer-Instituten. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch ein paar Informationen mitzugeben, weil ich zu den Instituten sehr enge Beziehungen habe. Seit 2010 bin ich dort beim IPMS tätig, beim Institut für Photonische Mikrosysteme, um dort das autonome Fahren zu verbessern.
Und dort habe ich Max als jungen Kerl kennengelernt. Ja, ich war ja tatsächlich dort auch als junger Student. Und damals, wie heute, hat man versucht, die Studenten zeitnah an Forschung und Entwicklung heranzuführen. Die Fraunhofer-Gesellschaft wurde gegründet am 26. März 1949 mit nur 3 Mitarbeitern. Seit den 90ern ist sie auch international vertreten und hat mittlerweile über 30.000 Mitarbeiter in 76 Instituten deutschlandweit. Sie bieten Forschungsdienstleistungen an und leiten als Innovationstreiber strategische Initiativen zur Lösung künftiger Herausforderungen. Und so eine Herausforderung ist eure nächste Aufgabe auch. Emma wird sich jetzt in das ERS begeben. Ihr seht auch gleich den Time-of-Flight-Sensor des Fraunhofer ERS vor euch. Der ist sehr wichtig für den sicheren Umgang mit dem Roboter und extrem zuverlässig. Viel Erfolg. Na dann, wenn Cooper das sagt, was soll schon schiefgehen? Der Time-of-Flight-Sensor soll in die Handfläche eingesetzt werden, damit der Roboter exakte Abstände messen und seine Gliedmaßen genau positionieren kann. Er soll jederzeit wissen, wie weit Gegenstände von seiner Hand entfernt sind. Deswegen würde ich den Sensor gerne am Rand seiner Handfläche verbauen. Hey Max. Jo? Du, der Sensor ist einfach zu groß für die Hand. Frag am besten mal die Mitarbeiter vom Fraunhofer, die haben da Erfahrung mit. Warte mal kurz. Emma? 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 Bist du fertig oder was ist los? Entschuldige, Max, ich habe dich völlig vergessen. Na, vielen Dank auch. Du, mir ist übrigens eingefallen, dass meine Kontaktlinsen auch von einem Fraunhofer-Institut entwickelt wurden. Von dem FEP hier in Dresden, um genau zu sein. Mit den Kontaktlinsen spiele ich auch gerade dieses Spiel. Wie ist das möglich? Naja, sie erlauben es, VR- und AR-Simulationen täuschend echt wirken zu lassen, ohne dass ich dafür so eine klobige VR-Brille wie früher brauche. Damit bilden sie die Grundlage für den Spieleinstieg. Die Basis wurde schon in den 20er Jahren entwickelt. Und 2050 ist das FEP dann eine der führenden Forschungseinrichtungen auf diesem Gebiet. Wie wurde sie denn genau entwickelt? Ich war während meines Studiums mal beim Fraunhofer und habe davon gehört. So genau weiß ich es nicht, war bei der Entwicklung selber nicht dabei. Ich habe nur darüber gelesen. Die Chips müssen extrem klein sein und mit wenig Energie auskommen, damit sie in die Linse passen. Sie sollen aber trotzdem scharfe Bilder bzw. Spiele darstellen können. Dazu kommt natürlich, dass die verbaute Technik nicht zu einer Reizung der Augen führen darf. Sobald dieses Problem gelöst war, wurden die Chips und deren Beschaffenheit getestet. Aber das ist eigentlich auch schon alles, was ich dir dazu sagen kann. Also, ich hätte da noch du, eine Frage. Max, ich muss mal weiter. Wir reden später, ja? Dann legen wir mal los. Hey, hat alles super geklappt. Der Sensor passt jetzt perfekt in die Handfläche. Ich habe dir alles schon zugeschickt. Cool, dann haben wir den Part hier auch abgeschlossen. Andere Frage. Ja? Wenn ich das richtig verstanden habe, reagiert der Roboter auf Gesten- und Sprachsteuerung. Mhm. Was, wenn das mal nicht funktioniert? Wir bräuchten eine sichere und zuverlässige Kommunikationsschnittstelle, die direkt auf Berührung reagieren kann. Mhm, darüber haben wir uns auch schon Gedanken gemacht. Mhm. Es gibt eine Firma, die bereits an derartigen Technologien arbeitet. Darf ich vorstellen? PE. Deren Team arbeitet an individuellen Aufträgen und entwickelt unter anderem kapazitive Steuerung. Vor dir siehst du einen kapazitiven Sensor, den PE bereits entwickelt hat. Der Sensor kann Berührungen durch die Außenhaut hindurch erkennen. Und somit kann der Nutzer ihm Befehle geben. Genau. Das Team arbeitet bereits daran, die ICs anzupassen. Am besten informierst du dich einmal über den aktuellen Stand. Warte mal. PI arbeitet auch an ICs für Infrarotsensoren? So einen brauchen wir doch noch. Ja, das stimmt. Perfekt. Dann macht euch schon mal an die Arbeit. Bis später. Bis später. Wir haben es geschafft. War nicht ganz leicht, aber wir konnten die ICs anpassen. Das Layout für die kapazitive Steuerung ist jetzt auch auf dem Weg in die Fab. Und wir haben es auch noch geschafft, den IC für den Infrarotsensor fertigzustellen. Und wenn wir schon mal bei Kommunikation sind, machen wir da doch gleich weiter. Und zwar hier, bei ComSolid. Das Unternehmen wurde 2016 gegründet, mit jeder Menge Berufserfahrung und Industrie-Know-how. Ja, das stimmt. Sie sind besonders auf stromsparende Wireless Communication spezialisiert. Zum Beispiel Narrowband IoT oder Bluetooth Low Energy.
Solche Chips könnten eingebaut werden, um eine drahtlose Vernetzung mit der Außenwelt zu ermöglichen. Aber um sie zu verbauen, muss einiges angepasst werden. Oh, schon wieder da? Ja, alles fertig. Nice. Dann hast du dir jetzt einen kleinen Ausflug nach Chemnitz verdient. Du hattest ja vorhin schon mal wegen der Feuerwehr gefragt. Damit der Roboter seine Mitmenschen noch besser vor gefährlichen Situationen schützen kann, braucht er noch Sensorik für die Luftzustandsmessung. Dafür haben wir ein besonderes Unternehmen ausgewählt. EDC, Electronic Design Chemnitz. Am besten, du legst gleich los. EDC wurde erst 2008 aus der TU Chemnitz heraus gegründet. Aber sie haben schon 2013 ein eigenes Firmengebäude gebaut, in dem du gerade stehst. Schön. Ist das der Luftzustandsmesser? Ganz genau. Du wirst schon im Konferenzraum erwartet. Zunächst werdet ihr besprechen, was genau die Anforderungen sind, um den bereits existierenden Luftzustandsmesser anzupassen und um einige Funktionen zu erweitern. Hierfür müssen die Chips etwas bearbeitet werden. Du wirst dem Team von EDC helfen, die nötigen Änderungen umzusetzen und anschließend die Layouts an die Fab abzuliefern. EDC kann nicht nur die Chips designen, sondern in der hauseigenen Produktion auch Bauteile und Komponenten fertigen. Max, wir sind fertig. Hat alles wunderbar funktioniert. Womit machen wir weiter? ENAS. EDC und Fraunhofer ENAS arbeiten häufig im Rahmen von Neuentwicklungen zusammen. Ich habe den Hinweis bekommen, dass diese eine für uns interessante Technologie entwickelt haben. Du kannst ja schon mal los, ich mache mir noch kurz was zu essen. Emma? Emma, kannst du mich hören? Max? Ja, ich bin da. Ich habe kurz die Verbindung zu dir verloren. Kannst du mich hören? Jupp, bestens. Bist du schon vorangekommen? Mhm. Ich habe vorhin unser Problem vorgestellt. Und das ENAS hat einen Roboter, der 3D-Form mit Leiterbahnen bedrucken kann. Damit konnten wir in unserem Roboter alle Teile platzsparend miteinander verbinden. Ich hatte die 3D-Daten unseres Roboters direkt dabei. So konnten schon erste Prototypen designt werden. Viele Verbindungen können direkt in die Außenhaut gedruckt werden, was genial für die automatisierte Fertigung ist. Im nächsten Schritt wurden dann die Leiterbahnen auf die Teile aufgedruckt. Anschließend wurde getestet, ob die Leiterbahnen unseren Ansprüchen genügen. Ich finde, das sieht alles sehr gut aus. Okay, dann hole ich dich gleich mal zurück. Apropos Energie. Wie genau habt ihr euch das mit der Aufladung vorgestellt? Wie würdest du es denn machen? Induktion. Oder? Nee, Spaß. Natürlich Induktion. Indie Semiconductor, oder kurz Indie, entwirft das Induktiv-Lademodul. Deine Aufgabe ist es, beim Design des Moduls für unseren Roboter zu helfen. Okay, los geht's. Ah, moin Prof, wie geht's? Oh gut, danke Max. Bei welchem Unternehmen ist Emma denn gerade? Bei Indie. Das Unternehmen hat seinen Ursprung in Kalifornien. Emma ist aber gerade am Dresdner Standort. Ah ja. Wir sind gerade dabei, die Ladetechnologie zu entwickeln. Ich schalte uns mal kurz zu. Emma ist gerade mit dem Team in der Konzeptdiskussion und in der Projektabstimmung. Indie hatte die Idee, dass die Induktionsspulen in den Sohlen des Roboters Platz finden. Und sie haben auch eine passende Ladefläche. Diese muss nur angepasst werden. Hey, das ist doch der Chef vom Dresdner Standort. Mit dem habe ich mal in einem Projekt zusammengearbeitet. Die integrierte Schaltung für die Ladesteuerung wird nun umgesetzt und vom Entwicklungsteam designt. Sobald alle Simulationen abgeschlossen sind, wird das Layout fertiggestellt und an die Fab übermittelt. Ah, ich glaube, sie ist fertig. Dann holen wir sie mal zurück. Hm. Sehr gut, Emma. Wie lief's? Gut. Echt Spaß gemacht. Total entspanntes Team und tolle Ideen. Sehr schön. Dann will ich euch nicht länger stören. War echt spannend. Perfekt. Wollen wir weitermachen? Klar. Ach so, wie genau soll der Roboter eigentlich seine Umgebung erfassen und verstehen? Dafür nutzen wir eine cloudbasierte künstliche Intelligenz. Ja, aber sind das nicht zu viele Daten? Bei dem Netz hier in Deutschland sicher keine gute Idee. Außerdem erfasst der Roboter ja auch Menschen und solche Daten sind in der Cloud nicht gut aufgehoben. Ja, schon, aber
alle Daten im Roboter verarbeiten? Ich habe für sowas schon mal mit Infineon zusammengearbeitet. Es ist möglich, dass ein größerer Teil der Daten direkt vom Roboter über eine KI ausgewertet werden kann. Sowas nennt man Edge-KI. Ist Infineon eigentlich auch Mitglied im Silicon Saxony? Ja, warte, ich bring dich kurz hin. Infineon Technologies ist übrigens ein weltweit führender Anbieter von Halbleiterlösungen. Dresden ist einer der modernsten und größten Standorte für Produktion, Technologie und Produktentwicklung. Im Entwicklungszentrum für Automobilelektronik und künstliche Intelligenz arbeiten mehr als 80 Spezialisten an neuen Produkten und Lösungen. Und die Aussicht kann sich auch echt blicken lassen. Schau, das ist das, was ich meinte. Die beiden trainieren gerade so ein Edge-KI-System. Die Daten werden direkt vom Sensor erfasst und hier vor Ort verarbeitet. Durch die Vernetzung vieler Sensoren können auch komplexe Umgebungen und Szenarien erfasst werden. Infineon arbeitet an Software- und Hardwarelösungen, um eine KI auf einen Chip zu bringen. Diese Lösungen sind schnell, sparen eine Menge Energie und schützen auch noch die Privatsphäre. So, dann legen wir mal los und integrieren die KI in unsere Sensoren. Fertig. Alles integriert. Sehr schön. Das wäre geschafft. Wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels, Emma. Wirklich? Dann fehlt also nicht mehr viel? Tatsächlich nicht. Unser Roboter ist fast fertig. Jetzt müssen die Chips produziert werden. Warte mal kurz. Er kann jetzt also alle möglichen Dinge erfassen und verarbeiten. Aber was ist mit der Akkulaufzeit? Was sagt denn die Simulation mit unseren jetzigen Chips? Also laut der Simulation sollte er 36 Stunden oder besser gesagt 1,5 Tage schaffen. Ich dachte mir schon, dass dir das nicht reicht. Gibt es denn Unternehmen, die uns dabei helfen könnten, die Akkulaufzeit zu verlängern? Yep. Ich habe dir da schon was vorbereitet. RaceX arbeitet daran, Chips energieeffizienter zu gestalten. Sie haben sich 2009 aus der TU Dresden herausgegründet und sind mittlerweile auf über 120 Mitarbeiter, darunter mehr als 100 IC-Designer angewachsen, mit mehreren Standorten in ganz Deutschland. Sie sind darauf spezialisiert, ICs zu optimieren. So schaffen sie es, bis zu 70% des Stromverbrauchs einzusparen. Das bedeutet, wenn wir alle Chips optimieren, können wir die Laufzeit verlängern. Hey Max, kannst du mich hören? Ja klar. Was gibt's? Wir können alle entwickelten Chips auf Ultra-Low-Power konzipieren lassen, wenn die Simulationen funktionieren. Ich schicke dir mal die neuen Eigenschaften zu, dann kannst du die einmal laufen lassen und mir sagen, wie viel wir davon schaffen könnten. Also, wir können die Laufzeit mindestens verdoppeln. Ich hatte vorher noch mit einem Kollegen gesprochen und wir können auch noch andere Features zum Reduzieren des Energieverbrauchs einbauen. Zum Beispiel, dass sich bestimmte Komponenten abschalten, wenn sie nicht mehr gebraucht werden. Ja, klar. Das kommt uns ja nur gelegen. Perfekt, dann schick uns doch einfach mal die bereits existierenden IC-Designs zu und dann probieren wir das mal aus. Sieht so aus, als läuft jetzt alles. Damit geht es für uns jetzt ins finale Level. Einige der Chips für den Roboter müssen in sehr kleinen Fertigungsgrößen produziert werden. Hierfür bietet Dresden die besten Bedingungen. Global Foundries, einer der größten Standorte für Mikrochips in ganz Europa. Cool. Mit insgesamt 52.000 Quadratmetern Reinraum und mehr als 3.200 Mitarbeitern werden hier täglich tausende Wafer prozessiert. Komm mit, ich zeig dir, wo alles anfängt. Hier werden die Wafer für die Produktion vorbereitet. Jedes dieser Transportfahrzeuge kostet übrigens so viel wie ein Elektroauto. Danach werden die Wafer mit Fotolack beschichtet und erhalten in der Lithografieanlage Strukturen. Die Maschinen kosten über 80 Millionen Euro pro Stück. Anschließend geht es zur Ionenimplantation, dann zum Ätzen und danach zum Polieren. Insgesamt durchläuft ein Wafer hier über 1400 Einzelschritte. Und am Ende sieht ein Wafer so aus. Auf diesem sind nun mehrere tausend Mikrochips mit jeweils mehreren Milliarden Transistoren. Perfekt, jetzt haben wir alle Prototypen produziert. Komm mal mit, ich habe eine Überraschung für dich. Und so wird der Roboter aussehen, wenn er produziert ist. Und damit haben wir es geschafft.
Habt vielen Dank für eure Hilfe, ihr beiden. Ach, und Emma, bringst du bitte das Buch mit der Karte zurück in die Sloop? Vielen Dank. Funny thing about love is you never really know when it's coming, but you better believe you'll know when it's there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool. I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues up off me. But then I saw your face, it caused my heart to race. Girl, you're looking like a million bucks, something about the way you strut your stuff. Oh, girl, you're fine as you wanna, what I'm supposed to do, something told me got no time to lose, go ahead and bust a move. Funny thing about love, when it comes and goes. Als IC-Designer kannst du die Arbeit von morgen aktiv mitgestalten. Im Silicon Saxony gibt es spannende Jobs. Bewirb dich jetzt für ein Praktikum, einen Werkstudiumsvertrag oder eine berufliche Tätigkeit. Fall back just a little, don't wanna lead you on. Don't wanna push a feeling and make the feeling go. You see, I got your number, but still I ain't used the phone, no. I let it breathe for a minute, baby. Next thing I know, you call. Damn. One thing I know about love, you never know when it's coming, but you sure know it when it does, yeah. One thing I know about love, you might get what you ask for, so you better be sure it's what you want.